Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Close to Sun. So, ja, in der letzten Folge gab es schon das ein oder andere Schreckmomentchen, sag ich jetzt mal. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das so eine gute Idee ist, die Tür zuzumachen. Hier spricht Nikola Tesla. Sofern Sie es nicht bereits bemerkt haben, dieses Schiff steht unter strengster Quarantäne. Niemand darf die Helios betreten oder verlassen. Und trotzdem sind Sie hier. Ein weiterer Spion von Edison, nehme ich an. Egal. Die Fortbewegung auf dem Schiff wurde eingeschränkt. Egal, ob Sie Freund oder Feind sind, passen Sie auf, wo Sie hingehen. Oh, ja. Danke für die herzliche Begrüßung. Also, was haben Sie mit meiner Schwester gemacht? Okay, nur noch eins. Steckbrief, Profil, Dampf, bevorstehende Bedrohung, bekanntes Pseudonym, Matthias Elias, Simon Adler, Ernst Hermissen, Gesundheit, Namenknaller wie Spaghetti. So, wir werden also beobachtet, von wo aus auch immer. Abteilung für interne Kommunikation. Kleiner Tipp, wer das lesen möchte, drückt auf Pause. Ich werde mir hier nicht alles durchlesen. Hinterher werden untersuchen, welches Material. Denn ich will spielen und nicht lesen. Ein Hocker, ein Fuß, Hockerball, yeah, der kam so flach. Edison bestreitet Spionagevorwürfe. Anschuldigungen sind haltlos, sagt Edison. Vorbereitung für Gedenkklagen. In Vorbereitung, Wardenclyffe lehnt Stellungnahme ab, Tesla abwesend, Bernd, bla bla bla. Ja gut, man sollte schon zu einer Verhandlung gehen oder einer Anhörung. Das weiß ich leider Gottes zu gut. Gehen wir aber gleich drauf ein. Französische Klimatologin im Shuttle der Helios gesichtet. Weiter. Schließlich. Ja. Okay, zum Weiter eingehen. Ja, man sollte zu jeder Anhörung, egal ob Beschuldigter oder Zeuge, gehen. Denn das ist wichtig. Ich selber. Ich spreche jetzt mal von mir, saß schon auf der Anklagebank, aber war auch schon Zeuge. Ja, wie soll ich sagen? Angeklagt, das ist was Privates, darauf werde ich nicht drauf näher eingehen, denn es geht auch niemandem was an. Und als Zeuge kommt immer drauf an, was das für ein Vorfall war. Wenn es natürlich ein schweres Delikt ist, klar, sagt man aus. Da kommt aber wieder drauf an, ist es der beste Freund, die beste Freundin oder einfach nur irgendwas, was man beobachtet hat. Beim besten Freund oder Freundin ist klar, sagt man natürlich für seinen Freund aus, dass er gut dasteht. Ja, aber man sollte schon die Wahrheit sagen. Deswegen immer zu jeder Anhörung gehen. Egal ob Zeuge, egal ob Angeklagter oder wenn es bei irgendeinem Amt ist, zum Beispiel Jugendamt. Wenn das Jugendamt irgendwas wissen will, man soll da hingehen, zum Termin immer hingehen. Ich kenne das ja durch meine Kinder, durch die Trennung von meiner Ex. Zum Glück hatte ich noch nicht das Problem mit dem Jugendamt. Wir konnten uns bis jetzt immer so einigen, aber ja, so, Name. David Bischof, Geburtsdatum 4. Dezember 1890, geboren in England, Ort der Abreise London, Aufenthaltszweck,
Begleiteter Minderjähriger. Begleiteter? Heißt das so? Minderjährig. Dauer des Aufenthalts 7 Tage. Passnummer bla bla. Interessiert uns nicht. Da liegt noch was. Nikola Tesla kündigt an, Weltfrieden durch Drohung vor unermesslichen Schaden zu erzwingen. Neu angekündigte Waffen stehen kurz vor dem Verkauf. Tut mir leid. Waffen stehen kurz vor dem Verkauf. Nationen der ganzen Welt sammeln Gelder. Tesla Schiffswaffen können ganze Flotten vernichten. Ah, okay. Hier oben geht's nicht weiter. Zum Glück gibt es keine Schadensanzeige, sonst wäre ich jetzt am Pompöchen. Okay, das ist zu. Interrogation? Was heißt denn das? Interrogation? Das Wort sagt mir mal gar nichts. Da genauso. Tür zu. Scheiße. Jackpot. Infosec hat gerade eine Rohrpost geschickt, die die Daten und Orte bestätigt. Ihr Bauchgefühl hatte recht. Er ist ein Spion von Edison. Es ist wichtig, dass wir alle Informationen von ihm bekommen, ob er will oder nicht. Dies ist definitiv eine Code-West-West-Angelegenheit. Tun Sie, was Sie tun müssen. Security Office de Rossi. Gesundheit. Alter, was ist hier falsch mit euch? Ihr habt doch hier irgendjemanden gequält. Nikola Tesla rekrutiert britische Geheimdienstler zur Überwachung von Amazon an Bord der Helios. Alter, verarscht mich doch nicht. Ich hoffe, mir passiert hier sowas nicht. Oh. Okay. Oh wow, das war jetzt einfach... So werden also vermeintliche Edison-Spione an Bord der Helios verhört? Warte, bis mein Herausgeber das erfährt. Das war jetzt nur gut Glück und... Alter, ja... Name Silvia Bishop, Geburtsdatum 18. Juli 1860. Geboren in England, London, auch etwas Kunstausstellung. Okay. Da geht's nicht weiter. Na gut, Schloss. Ey, dieses Bild dort, ne? Oh. Schade, ich dachte, ich kann das betätigen. Die war doch vorher noch zu. Gänsehaut. Esgamgi, Privatoffice. Ey. Bei mir hier in der Bude ist es ja schon dunkel. Aber das gerade, das lässt mir doch Harzberg stehen. Meine Palötchen. Boah, meine Fresse, ey. So, hier müssen wir irgendwie reinkommen. Out of order. Use the ladies room. Da gehen wir doch mal hin. Oh, ladies room. Wieso war das so arschklar? Okay. Oh. What? Alles klar. Ah, erwischt, du Teufel!
irgendwas? Irgendwas Sinnvolles? Oder ist es einfach nur so? So, Tür bleibt auf. Da liegt der wieder Ball. Oh, Pass, okay. Ananya Patel, geboren 95, in Indien, Bombay, Labortechnik, unbegrenzt. Profil armlos, unter Verdacht, Schläferagent zu sein, bestätigt und entkräftigte Beweise finden. Mal gucken. Das sollte es gewesen sein. Und jetzt Ada finden. Nehmen Sie den Aufzug. Bestätigte Addison-Agenten. Der Konkurrenzkampf zwischen ihnen scheint noch im Gange zu sein. Ja, juckt mich ja nicht. Ja, schon. Fallbericht. Ja, den möchte ich nicht lesen. Britische Marine auf der Suche nach Helios. Angebliche Entführung prominenter britischer Mathematikers hält Weltenatem. Premierminister verlangt Herausgabe. Radcliffe weist Vorwürfe zurück, behauptet, Maxwell sei freiwillig beigetreten. Internationale Gruppe von Diplomaten versammeln sich, um wachsenden Druck entgegenzusetzen. Ja, gut. Spy. Tom Eric Catlin. Okay. Sehr, sehr interessant. Noch ein Pass. So viele Leichen kann man hier doch gar nicht finden, wie wir schon Pässe haben. Geboren 43, Korea. So, Laborforscher. Okay. Ach stimmt, da war ja... Wollt ihr mich verarschen? Die Fahne steht doch auf Frankreich. Prussia? Das müsste Preußen sein. Deutschland hieß ja früher Preußen und das war weitaus größer als es jetzt ist. Denn ich kann es euch jetzt nicht zeigen am Monitor, ist klar. Aber da wo Prussia so unter der Fahne steht, das ist Preußen. Das war mal alles Deutschland. Da sieht, ach, hier sieht man es ja nochmal. Das da war Deutschland und das alles dort. Dieses Ockerfarben oder was das ist. Das war alles Preußen. Was jetzt Deutschland ist und jetzt ist es natürlich nur noch dort dieses Mittelding. Schade eigentlich. Aber gut. Ja, sowas lernt man in Geschichte. Also nicht, dass ihr euch fragt, woher wisst ihr, das ist der rechts oder so. Ganz im Gegenteil. Sowas lernt man in Geschichte, sowas weiß man über sein Heimatland. Und sowas sollte man aber auch wirklich wissen. So, na dann. Ich bereue nichts, was ich jetzt mache. Rein hier. Oh, schon wie... Eine abgenutzte Keycard für den Eingangsaufzug der Helios. Oh, wow. Könnt ihr den nicht draußen hinlegen? Ihr Hunde? Oh, Arschloch! Hey! Hey! Scheiße.
Nee, das war nicht schön. Da hab selbst ich mich jetzt erschreckt. Kapitel 2. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt gespannt, genießt den Tag und bye bye.